Ragikos, vielen Dank dir für die 39 Monate Support. Willkommen, willkommen. Hat man da nicht Mana-Probleme mit Kassel? Nee, du hast ja Mana-Mune, gibt dir auch sehr, sehr viel Mana, weißt du? Kannst du Mandat auf Azir klären? Das triggert bei jedem Soldaten Auto-Attack, wenn du Rylais hast. Deswegen ist es so stark. Viele Leute realisieren nicht, dass Mendet hat zwei Komponenten seiner Passive. Die eine Komponente ist, dass deine Spells 60 bis 100 Damage on-Hit bekommen. Also Spell-on-Hit. Und der zweite Teil ist die Marke, die deine Teammates brocken können. Die hat einen Cooldown. Der Spell-on-Hit von Mendet hat keinen Cooldown. Und deswegen ist es so stark. Weil wenn du spambare Abilities hast, wie zum Beispiel Azir-Soldaten oder Aurelion-Sterne, dann kannst du praktisch permanent diese 60 bis 100 On-Hit-Damage bekommen. Permanent. So, das ist, was das so stark macht. Volle Power Golden Shower. Vielen Dank dir für 32 Monate. Und danke auch an Lucaso für den Support. Mehr Viewer als Ninja. Keep on rock. Oh, vielen lieben Dank dir. Also ich meine, Ninja ist natürlich immer noch eine Legende, aber der ist ja mehr auf Social Media und YouTube und sowas unterwegs. Na, der ist ja jetzt nicht mehr... Der hat ja seinen Namen gemacht. Oder seinen Weg. Funktioniert das mit Heimat's Turret? Es funktioniert mit Heimat's Turrets, aber nur auf die Beams. Nicht auf jeden Turret-Auto-Attack, nur auf die Beams. So, was spielen wir hier? Jhin wäre offen. Oh boy, oh boy, oh boy, wir dürfen wieder Spaß haben auf AD. Let's go. Erstmal eine Runde Spaß haben hier. Echt, haben die AD-Games heute haben alle Spaß gemacht. Machen wir einen Win noch für die Master-Promo, dann wird's richtig intens. Bier-Bratwurst-Brezel, vielen Dank dir für 16 Monate Support auch. Willkommen, willkommen. Denkst du, dass Yoni mittlerweile bad ist? Nee, sie sind halt nicht mehr sehr stark, sondern sie sind jetzt nur noch stark und OTP-bar. Oh Leute, ich habe ein Riesenproblem. Ich muss heute actually mal eine Streampause zwischendurch machen. Das ist mir gar nicht... Ich hatte bis jetzt ja immer so ein paar Feen, die mir Essen reingetragen haben. Aber ich habe heute keine Fee. Dementsprechend muss ich actually eine Streampause nachher machen, um irgendwie Essen zu bekommen. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Fred Feuersteinchen, Soborns, einen wundervollen wünsche ich. Willkommen, willkommen. Lieferando, ja, das Problem mit Lieferando ist, dass man aufstehen muss zur Türe und dann das Essen holen. Und du kannst halt nicht AFK gehen bei einem League-Game, weißt du? Na, danke an Voodoo und Gnostics für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Willkommen, willkommen. Scheiße, ich bin aufgeschmissen. Was mache ich jetzt? Soll ich einfach was bestellen? Und dann machen wir, wenn das Essen kommt, kurz einen Viewer-Aram und dann weiter? That sounds good, right? Wenn ich jetzt in dem Game bestelle, das geht doch, oder? Das geht, oder nicht? Dann kann ich durchstreamen, theoretisch. Ja, das ist voll scheiße, wenn man kein Essen dauerhaft geliefert kriegt. Muss ich euch sagen, das ist ein Downgrade. Das ist ein ziemliches Downgrade hier. Du brauchst einen Mitbewohner, der kann das Lieferessen für dich annehmen. Ja, das wäre was, ne? Was streckt mir in jede Richtung? Alright. Man kann auf eine Uhrzeit bestimmen. Ja, das kannst du schon, aber du musst ja trotzdem dann kurz vom PC aufstehen. Ich habe gehört, Agorin will irgendwie umziehen. Ernsthaft? Agorin will umziehen. Wo geht die Reise hin für ihn? So, zack, zack, zack. Man sollte sich Zeit und Ruhe fürs Essen nehmen. Ich bin ein Gamer. Ich habe überhaupt keine Zeit für Essen.
Hier wird grob betankt und dann aber sofort wieder aufs Rift, Kollege. Der will nach Madeira umziehen. Ach, cool, das ist bestimmt schön. Das ist bestimmt schön, Zeit fürs Essen. Ich bin ein sogenannter Gourmand, bin ich. Jetzt wissen natürlich viele von euch nicht, was das bedeutet, ne? Und was der Unterschied zwischen einem Gourmet und einem Gourmand ist. Tja, aber hier seid ihr richtig beim eingebildeten Arroganz-Erklärbär-Stream, ne? Und ich habe wieder tolle Informationen für euch. Gourmand ist ein Vielfraß, ja, ganz genau. Mist, ihr wisst es trotzdem. Vielfraß, hast du Simpsons geguckt? Natürlich habe ich Simpsons geguckt. Aber mein Vater sagt immer, ich bin ein Gourmand. Deswegen weiß ich, was das bedeutet. Weil mein Vater ist ein ziemlicher Gourmet. Der isst ganz langsam und immer so bedacht. Und ich sitze dann immer da. Und der nennt mich immer ein Gourmand, der Mann. Wir sollten dem Actually schon helfen. Ich gebe ihm eine Rotation wenigstens. Ja. Nur eine Wave für ihn. Okay, voller Fokus, Leute. Hast du Leute, die langsam essen? Ne, eigentlich ist das viel besser, weil wenn... Oh, holy shit, war das clean von ihm. Wenn du langsamer isst, dann bist du schneller satt. Deswegen, wenn du so Speed-Eater hast, oder so Leute, die extrem viel essen, die schaufeln das immer so komplett rein in sich. Wie stark ist die Pflanze, ja? Stärker. Ja, direkt stärker als ich. Okay, jetzt lass uns ein gutes Game spielen. Wir hatten gerade ein sehr, sehr erfreuliches Corki-Game. Aber jetzt wollen wir ein sehr, sehr erfreuliches Gin-Game haben als nächstes, okay? Ich weiß gar nicht, das Matchup sollte sehr gut sein für uns, oder? Ja, die sollten an sich nichts machen können, oder? Muss die Combo richtig machen, dass ich die Route, wenn sie auf dem W von der Karma sind, ne? Den Mantra-W. Shit, meine Musik ist aus. Das ist terrible as Arda Carry. Das ist schon ein Poke. Let's go. Wichtiger zum Beispiel, wenn ich den treffe, kriege ich direkt meinen ersten Dark Harvester. Muss ich besser werden mit den Ws. Jhin ist der beste AD Carry by far, ja. Das ist mit Abstand der beste AD Carry. Das Musik an. Ich meine, wenn du sie spielen kannst, ist Samira, glaube ich, ähnlich gut, aber Jhin ist schon sehr, sehr strong gerade. Mate, du darfst deine Mantra-Kurs nicht immer so wasten, das ist echt nicht gut. Da muss ich echt besser aufpassen. Oh mein Gott, war das gut von ihm. No! Stirbt der wenigstens? Och Mann, ey! Ich dachte, der intet. Mein Fehler. Super Wert von mir. Hoffentlich kriegt er den. Nice. Ist auch tot. Okay, ist fein. Wave steht auch gut für uns.
Ich bin greedy geworden. Wollte nicht flashen. Gutes Q von ihm. Komm ich da hin? Okay, bitte sieht nicht gut aus. Schön ruhig bleiben hier als nächstes. Ist worth direkt auf Boots zu gehen. Ich mach das ganz gerne, wenn ich viele Skillshots gegen mich hab, weißt du? Also ich mag das ganz gerne, wenn die Gegner halt Skillshots haben, die ich dodgen kann. Das bedeutet nicht, dass ich sie dodge. Aber ich habe die Möglichkeit, sie zu dodgen. Oh yeah. Schauen wir mal, ob sie nimmt. Relativ weit Level up. Ja, dürfen wir gerade klären, ja. Also, das ist eine relativ passive Lane. Ich glaube, das ist gut für den Ezreal leider. Obwohl wir beide stark im Midgame sind, ne? Ich krieg ja nicht, was ich möchte von der Wave. Ich habe ihn nicht weit genug in Tür gekriegt, leider noch. Schaut durch den. Er hat aber noch Öl, ne? Ah, good stuff, Jungs! Schön! Sehr, sehr gut! Let's go! Ich war auch dabei! Woo! Adi Carry! Yeah! Was ist denn passiert? Ich glaube, das ist halt eine riesen Wave. Ich weiß nicht, ob der da rechtzeitig hinkommt, der Urgot. Also geh ich mal hoch. Weil wir wollen die auf gar keinen Fall verwehren, die Juicy Wave da. Ach, Kane hat nicht geultet, ich bin eine Pfeife, ne? Wie stark schätzt du Kane? Also Kane ist schon sehr, sehr stark. Ich muss sagen, wenn ich Botlane spiele, fühlt sich aber Jungle nicht so broken an, wie wenn ich Mitte spiele. Also Jungle fühlt sich echt angenehmer an als AD Carry. Das ist schon Blueform. Freestyle hat? Oh, der Freestyle leider. Ich will dir nicht deinen Farm klauen, junger Mann. Ich will nur noch Richtung Botlane laufen. Ich glaube, er hat es verkackt zu freezen, richtig, ne? Ich muss nicht sterben auf die Wave. Na, einfach, du hast weniger Interaktion mit dem Jungler auf Botlane, vom Gefühl her. Und deswegen, glaube ich, fühlt sich das nicht ganz so broken an. In der Mitte hast du den halt ständig im Gesicht, die Sau, ne? Hier von oben. Also die Urgots sind schon krass, die wir bis jetzt heute hatten. Ich will ja keinen Mana. That's not very good.
Wahrscheinlich eine Platte nehmen, mal gucken. Ich glaube, wir könnten halt eigentlich viel aggressiver spielen, aber ich spiel's leider gerade nicht gut genug. So. Ich hasse diesen Ammunition-Bug. Das ist so komisch, ne? Sehr, sehr schwer. Wie lange brauche ich noch für meine Eclipse? 400. Ich glaube nicht, dass ich das farmen darf, oder? Ich glaube, wir müssen leider resetten. Ja, Kane war wieder da gewesen. Ja, gut. Gut, gut. Jetzt wäre noch unten wieder. Ich habe ein Langschwert zu viel gekauft, ja? An. Welche Elo ist neu? Diamond 1, kurz vor Master ist das ja. Aber ich habe auch zwei Challenger und einen Grandmaster-Account habe ich auch ansonsten. Die Frage, darf ich die Wave hier auspushen? Eigentlich nicht. Mein Kane ist zwar oben, aber in der Theorie könnte die Zara mich hier runterrennen. Jetzt ist mein Squad da. Das oh. Scheiße, wie bad von mir. Scheiße war das, wo ich da gerade aufgehört. Oh, das war richtig, richtig hart aufgehört, ne? Damn. My bad. Oh, der hat exhaust ab. Ich hätte flashen. Ich muss flashen. Schon zweimal, wo ich sterbe, weil ich nicht flashe, ne? Super unnötig von mir. Rip, hättest du ihn one-hitten können, Miami? Nee, wie denn? Ist doch alles gemacht, was ich konnte. Okay. Ja, man. Ein schwieriges Game. Immerhin den Dark Harvest der gekriegt, I guess. Was ist denn das hier? Warum ist da eine Krabbe auf meiner Lane? What the fuck? Ich hab keine Krabbe bestellt! Kriegt ja nicht den Top-Turret um. Schade. Das wird top gehen. Mhm.
schreibe morgen eine Klausur, aber der Stream ist wichtiger. Mate, ich bin jeden Tag für euch gerne da. Aber gerade wenn es um den akademischen Werdegang geht, Leute, macht euren Scheiß. Das ist so wichtig für euer Leben. Ich bin jeden Tag da. Hier gibt's jeden Tag Gameplay. Macht eure Schule. Macht eure Uni. Na? So. Jetzt das hier schnell. Ich sollte eigentlich gerade meine Bachelorarbeit schreiben. Leute, warum schreibt ihr? Macht doch! Kinder! Macht doch eure Sachen! Schaut doch nicht so einem abgehalfterten Article Remain zu. Das könnt ihr jeden Tag der Woche. Nice, good job. Einen Drake. Er ist actually super, super strong, der Ezreal. Oh, das ist aber infernal gewesen. Scheiße, ich hatte keine Ult am Anfang. Aber halt ein paar Sekunden noch. Sonst hätte ich natürlich geultet da. Und dann haben wir den Freebie. Ich hätte ihn auch healen können. Mit dem Move Speed hätte er das Dings draufgekriegt auf ihn. Wäre auch gut gewesen, natürlich. Gehen wir nach unten. Oh ja, das ist harte Carry Jam, ey. Kaum geht die Musik an, Leute. Let's go. Ich hab leider einen Langschwert zu viel hier, ne? Da bringt mir jetzt so bedingt was. Okay, wir sind ultra weit ahead gerade. Unser Toplaner hat wahnsinnig gut gespielt, unser Jungler hat wahnsinnig gut gespielt, unser Midlaner war dabei. Wir sind unglaublich gut aussehend auf der Botlane, das ist auch ein Skill. Gar kein Problem. Jeder macht was. Jeder macht was, ne? Streamtitel bedeutet, fand den lustig. Oh, das fand ich nicht lustig. Was? Oh, hey, wait, wie kann er mich. Aber. Ja, aber. Okay. Mein Endorser stirbt nicht. Oh, scheiße. LOL, what? Holy shit, man! Der hätte ihn einfach gekillt, ne? Spielt echt gut, der Kerl. Okay, alles von denen kann mich one-hitten. Gibt's irgendein Item, das mich hier rettet? Vielleicht soll ich GA rushen oder so in dem Game? Oder was ist hier mein Play? Du.
werden auf jeden Fall für uns Mitte gehen wollen, ja. Ja, Silvi lebt nochmal. Alles klar, let's go. Der Sniper, Leute. Hey, warum durfte ich da den Autotick noch machen? Das ist schon im Pokémon. Okay, ohne Song, also ohne Gesang war das um einige besser, mal sagen, das Lied. Ja. Okay. Dann mal hier rüber. That's more my jam hier. Wenn alles von denen one-hittet mich, aber ich one-hitte halt auch alles, ne? Darf man nicht vergessen. Also jeder one-hittet jeden. Was wiederum dafür sorgt, dass wir mehr one-hitten, weil wir mehr Reichweite haben. Yes. Wie lange diese Pflanzen da halten immer, ne? Oh no. What's happening up there? Der ist weg. Das war klar. Oh, schon. Ich gern genommen da. So. Dann lieber wieder Deathcore. Hallo? Das ist doch voll der gute Gem. Ooh, you're my tumbleweed. Und alle. Perfekt, ne? Guter Song. Hast du ja schon dein Essen bestellt? Ah, nee, das habe ich vergessen. Scheiße. Ich wusste doch, ich habe irgendwas vergessen. Wie läuft's bisher? Wir stehen 4-0 bis jetzt. Jedes einzelne Game gewonnen. AD Carry. Oh yeah. Das einzige Game, das ich bis jetzt gecarried habe, habe ich Corki gespielt, der eigentlich nicht wirklich ein AD Carry ist für mich. Weil ich den immer schon Mitte gespielt habe. Oh yeah. Einfach Wilfen für den Turret? Schiss hier, allein. Torture.
ziemlich allein. Na, der Kane kann mich schon holen, hell, oder? Komm da von oben? Warten können, bis sie sich zeigen muss. Oh, dieser Damage ist so satisfying, Mann. Er ist einfach so schön, Jhin zu spielen. Es macht einfach so Spaß, ne? Oh. Alright, Master fucking Promo, Leute. Let's go. Also, das sollte gereicht haben. Außer wir haben unter 3 LP bekommen. Und jetzt, glaube ich, kriegen wir gleich die Quittung für das ganze gute Glück mit den Teams. Ich glaube, jetzt kriegen wir die Quittung. Serious Update. Oh Mann. Let's go. Let's fucking go. Mann, gut ist er. Der Dings hat Toplane so insane gespielt. Der Urgott. Zeit für die Master-Promo. Kree Zadoke, vielen Dank auch dafür den Support. Einen wundervollen Witches. Mit einer Standard-Promo mit 4 Intern, ich befürchte es fast. Jetzt muss ich eigentlich den Stream-Titel umnennen, aber ich finde den so schön. ADK-Projekt Master-Promo. Oh, das hat auch Klang, ne? Und dann 0-0. Perfekt. Wait, eigentlich muss ich das andersrum machen. Warte mal, jetzt Streamtitel Meister hier. So, zack. Jetzt kommt hier der Strich hin und dann kommt. Aha! Perfekt. Danke an Emolols, der Kray Zadoke mit 46 Monaten. Supergeil! 36, der Kentasu, Jan Tresser, der Apollon. Tachiplay auch schon 31 Monate in der Abo-Falle. Der Beethoven, Letterstream, Anne Wandnagel mit 31. Einen wundervollen wünsche ich euch, Leute. Willkommen, willkommen. Denk an dein Essen. Ah ja, wenn ich das jetzt bestelle, dann kann ich ein Game spielen, oder nicht? Klappt das? Wait, wo wohne ich überhaupt? Scheiße. Meint ihr, das klappt? Wenn ich da noch ein Game spiele und dann machen wir danach einen Aram. Das wäre jetzt natürlich schlicht, wenn das Essen zu schnell kommen würde. Das ist natürlich das große Problem. Aber was habe ich denn Hunger, Leute? Haut mal was raus. Was könnte denn schmecken gerade? Aber jetzt, hier gibt es gar keine Restaurants. Nevermind. Ich habe zur Auswahl 3 verschiedene italienische Restaurants.